Unter dem Motto Medienarbeit leicht gemacht, hat sich der ASVÖ etwas Besonderes ausgedacht. Statt der üblichen Pressekonferenz konnten die Journalisten selbst ausprobieren, wie die Sportart Bogenschießen ausgeübt wird. Nach der Vorstellung der Spitzensportler im Bogenschießen aus dem Burgenland wurden dann 4 Gruppen gebildet. Jede Gruppe bestand aus einem Profisportler und Journalisten. Unser Kamerateam vom CCN-TV hatte die Weltmeisterin Laurenz Baldauf als Begleitung. Jedes Team bekam T-Shirts in einer anderen Farbe, um die Gruppen leicht zu erkennen. Das Team Laurenz war mit beigen T-Shirts unterwegs. Das Team von Christian Brandl, Landesmeister, war mit blauem T-Shirt unterwegs. Alexander Baschisek, der 2-mal Silber bei den Weltmeisterschaften holte, 2-mal Silber bei Europameisterschaften und 4-facher Staatsmeister ist, war mit seinem Team in Rot angetreten. In den grünen T-Shirts trat das Team von Nico Wiener, 2-mal Weltmeister mit dem Feldbogen, 3D-Bogen Indoor und 3-facher Europameister an. Bevor die Teams zum Wettkampf antraten, konnten sie sich mit dem Bogen vertraut machen und versuchen, ein Ziel zu treffen. Wie man sieht, ist unser Reporter mit Begeisterung bei der Sache. ASVÖ-Präsident Ingenieur Robert Zivkovic war auch im CCN-TV-Team mit dabei. Nach einigem Üben wurde dann ein kleiner Wettkampf veranstaltet. Hier einige Eindrücke vom TV-Team. Nach dem Bewerb gab es natürlich auch eine Siegerehrung. Wir dürfen ganz stolz sagen, dass das CCN-TV-Team einen klaren Sieg errungen hatte. Die Idee, Journalisten die Sportart durch Ausprobieren näher zu bringen, ist richtig gut. Durch das Probieren ist es leichter, über die Sportart zu berichten. Man sieht nicht nur zu, sondern weiß auch aus Erfahrung, welche Schwierigkeiten und Anstrengungen bei der jeweiligen Sportart nötig sind und auf was die Sportler alles achten müssen. Wir haben auch mit den Spitzensportlern der Teams und dem ASVÖ-Präsidenten gesprochen. Herr Brandt, sind Sie Obmann Stellvertreter von der Bogensport Mattersburg? Genau. Können Sie mir was erzählen über Sportverein Mattersburg? Naja, wir sind ein Bogensportverein, der, also bei uns haben wir nur die Gelegenheit, Outdoor zu schießen. Das heißt, wir schießen hier auf Scheiben, und also 2D-Scheiben und 3D-Scheiben. 3D-Scheiben sind Tiere, nachgebildet, naturgemäß. Und ja, das ist unser Metier, wo wir unseren Sport ausüben hier in Mattersburg. Aber Sie selber schießen auch bei den Wettbewerben? Ich bin auch bei den Wettbewerben dabei, ja. Also es sind jetzt so normale Spaßturniere und auch offizielle Turniere wie Landesmeisterschaften oder Staatsmeisterschaften oder so. Ja. Das haben Sie auch gewonnen? Ja, Landesmeister bin ich, 3-facher Landesmeister. Bei den Staatsmeisterschaften hat es immer ganz knapp nicht gereicht, aber ich mache auch immer mit, ja. Und was sagen Sie für die heutige Bogenschießen von den Ungelernten? Ja, ich muss sagen, also die haben sich sehr wacker gehalten. Wir haben ja nicht so viel Zeit gehabt. Wir haben ja nur 2 oder 3 Durchgänge gehabt zum Einschießen.
Und dafür, dass das so ein neues Metier für die Leute war und nur so wenig Pfeile geschossen wurden, haben sie sich wirklich toll gehalten, ja, muss ich sagen. Also Gratulation an alle Teilnehmer. Alexander, heute ein spezieller Tag, sozusagen mit den Medien schießen. Und wenn ich bedenke, dass sie zweimal Silber-Weltmeister, viermal Stadtmeister, wie war für Sie heute? Na, total okay. Nein, es ist, der heutige Tag war irgendwie eine Möglichkeit, einen Einblick zu bekommen in das Ganze. Irgendwie den Bogensport ein bisschen hautnah zu erfahren. Und ich glaube, das ist, hat gut hingehört. Und man muss nicht immer selber schießen. Es ist auch schön, wenn andere schießen und dabei Freude haben. Fertig. Gibt es da verschiedene Bogen? Ja, klar, verschiedene Bogenklassen gibt es. Also hauptsächlich meistens vier. Also diese, was ihr gesehen habt, diese mit den Umlenkrollen, die Compoundbögen, dann der Olympische Curvebogen, meiner war Instinktivbogen und Langbogen. Und mit welcher schießen Sie bei den ganzen Medaillen? Instinktivbogen. Das heißt, das ist mehr oder weniger ein Holzbogen ohne Zielhilfen und dergleichen. Und ich fokussiere quasi den Zielpunkt und dann aufgrund der Trainingserfahrung machen dann die Muskeln das so, dass der Pfeil dort ist, wenn es gut geht. Dann sagen wir einen gelungenen Tag. Ja, schon. Ja. Nicht nur Männer, gibt es auch Frauen. Eine Weltmeisterin sind Sie. Mit welcher Art und was schießen Sie da? Das war das Feld-Damen-Team vor 4 Jahren in Zagreb. Und eine Feldmannschaft ist zusammengesetzt von einem Compound-Schützen, einem Rekurve-Schützen und einem Blankbogenschützen. Und ich war die Rekurve-Schützin. Also. Welche Bogen haben Sie? Einen Rekurve-Bogen. Und da schießt man nur auf die Ziel oder wo schießt man damit? Hängt davon ab, welchen Wettkampf man gerade schießt. Ich schieße eigentlich nur auf Auflagen, also so Papierscheiben. Sie haben heute geführter Medienteam sozusagen bei dem lustigen Wettbewerb. Haben Sie gut gezeigt und Ihr Team hat gewonnen. Wie fühlen Sie da? Ich bin sehr stolz. Aber ich war nicht allein. Der Franz aus meinem Club, der hat ja auch mitgeholfen, mein Team zu coachen. Also nicht die ganze Ehre gebührt mir. Und dann natürlich die Schützen selber, die haben es schlussendlich gemacht. Ich habe nur, ich habe eigentlich nicht ganz viel gemacht. Was können Sie sagen, haben die Chance, Ihre Schützer? Ja, sie haben ja gewonnen. Ja, können die weitermachen? Ja, sicher. Jetzt geht es erst richtig los. Ja. Und was ist mit Sie? Wie weit werden Sie? Was ist Ihr nächstes Ziel? Mein nächstes Ziel ist eigentlich nächstes Jahr die Weltmeisterschaft 2019. Ja, und da gibt es noch Olympiatickets, also die ersten gibt es dann dort. Und ich schaue mal, dass ich da so einen organisiere. Dann drücken wir Ihnen die Daumen. Viel Glück und Dankeschön. Danke. Nico Wiener. Erst habe ich gedacht, sind Sie geborene Wiener, aber nein, sind Sie Burgenländer. Sie haben viele schon Medaillen gewonnen. Welche sind die höchsten? Ja, für mich hat jetzt vor 3 Wochen der Vize-Weltmeistertitel im Feldbogen in der allgemeinen Klasse sehr besonders Stellenwert, weil der ist relativ unverhofft gekommen, weil Ende der Saison ist nicht mehr so gelaufen. Aber dort hat einfach alles zusammengespielt und alles funktioniert und dann bin ich heute Vize-Weltmeister geworden. Das ist mit Abstand jetzt gleich der größte Erfolg für mich. Mit welchem Bogen schießen Sie? Mit einem Compound-Bogen. Hat irgendwas Spezielles die Bogen? Das ist der schnellste und der präziseste Bogen derzeit. Sie haben heute bei dem speziellen Tag ein Grün-Team gehabt? Grüne? Grün. Wie haben Sie Ihre Mitglieder geschlagen? Ja, sie haben sie eigentlich relativ tapfer geschlagen, dass sie das erste Mal Bogen geschossen haben. Und ich hoffe, dass öfters Bogen schießen kann. Meinen Sie, das ist sozusagen ein Eintritt? Kommt ihr und macht ihr mit? Ja, das ist halt schwer zu sagen. Man kann schießen und irgendwann muss man über den Punkt drüber kommen, dass man sagt, das mache ich jetzt weiter und dann sehen wir, ob es ihnen so gefallen hat. Was ist Ihre Ziele? Mein nächstes Ziel ist die Indoor-Europameisterschaft, dann Auto-WM und 3D-WM und Feld-EM. Das hört sich nach viel. Trotzdem viel Glück und toi toi toi. Danke. Asphö,
hat sich heute wahnsinnig was Interessantes ausgedacht. Keine Pressekonferenz, sondern einfach Medien soll mitmachen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, wir machen das schon seit vielen Jahren, dass wir Funktionärssporttage durchführen, wo wir bestimmte Sportarten und unseren Funktionären zusammenbringen. Das findet immer bei irgendeinem Verein statt. Wir laden auch immer Sportler dazu ein. Und heuer haben wir gesagt, laden wir Medienleute ein. Wir haben im Burgenland eine sehr erfolgreiche Bogensportszene. Wir haben Weltmeister, wir haben Olympiateilnehmer. Aber viele der Sportjournalisten haben nie den persönlichen Kontakt mit diesen Spitzensportlern bekommen. Und jetzt haben wir gesagt, wir bringen sie zusammen und in einem gemütlichen Rahmen mit einem kleinen Bewerb, mit Hineinschnuppern in die Sportart. Ich glaube, dass das ein gelungener Tag ist. Es ist ein gelungener Tag, weil wir haben ganze mitgemacht. Ihr Team war das auch, Medienteam, und das hat gewonnen. Was sagen Sie da? Naja, natürlich, jeder freut sich. Sport ist auch Wettkampf, das ist ganz natürlich. Aber ich muss dazu sagen, es gehört auch ein Quäntchen Glück dazu. Wenn heute einer Weltmeister wird, dann ist es natürlich die Leistung, aber ein Quäntchen Glück gehört auch immer dazu. Und das haben wir heute gehabt. Auszeichnung waren, Pokale waren, Medaillen waren, alles was dazu gehört. Planen Sie sowas jetzt mit den anderen Sportarten auch zu machen? Naja, wir werden schauen, welche Sportarten da im Gespräch sind im Moment, zum Beispiel Golf. Es ist auch noch etwas geplant in Richtung Segeln. Wir sind ja auch da sehr, sehr erfolgreich. Aber es ist natürlich auch eine große Terminfrage, weil wenn wir so eine Veranstaltung planen, dann wollen wir natürlich auch Weltklasse-Sportler dabei haben. Und beim Golf müssten wir natürlich unser Aushängeschild, den Bernd Wiesberger, aber bei den Seglern haben auch einige Leute Medaillengewinner von Olympischen Spielen und so weiter. Und da müssen wir schauen, wie das Ganze ausgeht und terminlich und Location und so. Also Termin gibt es noch keinen, exakten Plan gibt es noch keinen, aber die Leute, die daran teilnehmen und eingeladen werden, werden es rechtzeitig erfahren. Das glaube ich Ihnen. Aber was mich interessiert noch, Medien hat heute ausprobiert, selber habe ich ausprobiert, war richtig toll, muss ich ehrlich sagen, hat mir gefallen. Ist das sozusagen mehr, dass man machen, Leute mehr Interesse zu wecken, dass die selber kommen und üben? Ja, natürlich auch, aber dass man ein bisschen mehr Gefühl für die Sportart bekommt. Medien, Sportjournalisten haben doch zig Sportarten, die sie immer wieder berichten, wo sie immer wieder, aber nie persönlich ausprobiert haben. Jeder, der klein aufwächst, wird irgendwann Fußball spielen oder laufen oder gewisse Sachen machen, aber zum Beispiel Bogenschießen, wie viele Kinder werden das machen oder segeln oder reiten oder es gibt viele Sportarten, wo ich wirklich gezielt das Ganze machen muss. Und da in den Sport hinein, unter Anleitung von Weltklasse-Athleten, ist immer eine tolle Sache und sehr motivierend. Und ich kann das bestätigen. Sage danke für die Interview und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.